grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich als Winsbacher angesprochen wurden, ob wir uns vorstellen können, für diese neue Lasershow in der Solehalle, wo man im warmen Wasser liegt, schwebend auf dem Wasser ruht und eine Lasershow über einem stattfindet, ob wir dafür Musik einspielen könnten. Das Thema sind die vier Elemente. Also wir haben Salz als Sole, als in Verbindung jetzt von der Frankentherme als Hauptelement und daneben dann Luft, Wasser, Erde und Feuer als die vier irdischen Elemente. Ich arbeite oben am Gymnasium als Religionslehrer in Teilzeit und habe da etliche der Knaben auch im Unterricht. Ich kenne natürlich auch die Konzerte, war oft da gewesen und habe mir schon immer mal gewünscht, nachdem ich im Nebenberuf selber Musiker bin, es wäre toll, wenn man mal was zusammen machen könnte. Es war tatsächlich anspruchsvoller als das klassische Repertoire, das wir singen, weil der Rhythmus extrem aufwendig war. Man musste sehr, sehr auf Schlag singen. Es war jetzt kein Interpretationsspielraum. Im ersten Stück sollte ja Feuer und Wasser thematisiert werden. Da habe ich dann auch mal ein Meeresrauschen eingebaut, einen Regenwald, Regen, Walgesänge. Im zweiten Stück, wo es um Erde und Luft ging, dann tiefe Trommeln, die also was Erdiges symbolisieren und auch Windinstrumente. Zum Beispiel sind da ganz viele Flöten drin. Wenn man sich überlegt, dass knapp 600.000 Menschen pro Jahr die Frankentherme besuchen, ist das natürlich eine gute Gelegenheit, auf den Winsbacher Knabenchor und seine Arbeit aufmerksam zu machen und eben vielleicht dadurch auch die Neugier geweckt wird, diesen Chor zu erleben oder Teil dieses Chores zu werden.